Februar 2018, heute der dritte Teil von der Dokuserie Sterben, Tod und die Vorbereitung dazu. Wir sind heute zu Gast bei der Pietät von Rüden, diesmal nicht in der Mainzer Straße, sondern in St. Arnual. Hier ist Stefan Kohl. Hallo Stefan. Hallo Sven. Wir haben uns heute getroffen in St. Arnual. Du hast dich entschlossen, vor nicht allzu langer Zeit etwas ganz Besonderes zu schaffen, um der Würde des Menschen, der gestorben ist, einen ganz besonderen Raum zu geben. Und wir sind heute mal hier in St. Arnual und zeigen mal etwas oder die Möglichkeit, wie man Abschied nehmen kann von einem Verstorbenen, was bestimmt zu den wichtigsten Dingen gehört, die auch am meisten moniert werden, dass man nicht ordentlich die Möglichkeit hatte, sich zu verabschieden, die Zeit nicht da war, das Umfeld nicht gepasst hatte und so weiter. Und du hast dir sehr lange Gedanken gemacht im Laufe deiner Zeit und hast dir etwas geschaffen, von dem du selbst sagst, das ist in der Form optimal, um vom Verstorbenen Abschied zu nehmen. Das ist richtig. Vor ungefähr 2-3 Jahren habe ich mich dazu entschlossen, Räumlichkeiten zu erwerben, Abschiedsräumlichkeiten, um die individuelle Abschiedsmöglichkeit von seinen Verstorbenen auch anzubieten und auch durchführen zu können. Diese Möglichkeit war für mich ganz wichtig, aus eigener Erfahrung auch. Wir hatten selbst in der Familie 3 Sterbefälle und bei 2 Sterbefällen hatten wir nicht die Möglichkeit, in dem Rahmen auch Abschied zu nehmen. Und auch wir haben das immer mehr von den Angehörigen, die zu uns kommen, auch erfahren, dass auch das Thema Abschied nehmen immer mehr an Bedeutung zunimmt. Weil im Krankenhaus ist ein Verstorbener in einem Krankenbett, da sieht ein Verstorbener auch ganz anders aus, als wenn er dann nachher von uns hygienisch versorgt ist und ist im Sarg. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dann auch das zu begreifen, den Tod zu begreifen. Und deswegen haben wir hier in St. Arnual 2 Räumlichkeiten, also 2 Abschiedszimmer eingerichtet. Und die kann ich jetzt gerne dir auch mal zeigen. Genau, also man kann hier mit den Verwandten unabhängig von euch, man bekommt einen Zugang, einen elektronischen Zugang, einen eigenen Schlüssel, den hast du jetzt dabei, kann also während eines Zeitraums von zum Beispiel 2-3 Tagen, muss dazu sagen, es ist noch nicht ganz fertig, wir zeigen noch den fast fertigen Zustand hier, aber es ist bereits in Benutzung. Also man lässt den Key jetzt drauf, bekommt Zutritt und tritt dann in die Räumlichkeiten ein und kann dann nach Rücksprache mit euch den Raum besuchen und hier in einem sehr schönen Umfeld, in einer sehr ruhigen Atmosphäre. Also hier ist es absolut ruhig. Es ist mit einer Musik, die leicht im Hintergrund laufen kann. Das kann jeder genau definieren, wie er es gerne hätte. Kann das Ganze stattfinden? Genau, das ist richtig. Wir haben hier solche RFID-Schlüssel. Diese werden kodiert jeweils für die Familie. Es gibt mehrere Schlüssel. Also wenn die Familie 3 Personen hat, 4 Personen, können wir die individuell kodieren für den Zeitraum, wo die Personen dann auch Zutritt hier haben. Beim ersten Mal begleiten wir die Leute, damit die auch wissen, wie funktioniert alles. Und dann haben die Angehörigen auch die Möglichkeit, zu jeder Tags- und Nachtzeit, solange halt das Zimmer für sie bereitsteht mit dem Verstorbenen, auch jederzeit zu ihm hinzugehen. Was ist denn so eine übliche Dauer, wie das in Anspruch genommen wird? 2 bis 3 Tage in der Regel ist das auch kein Problem, was von der hygienischen Versorgung her auch machbar ist dann. Du hast mir gesagt, du möchtest damit kein Geld verdienen, du rechnest die reinen Kosten ab, da geht es im unteren zweistelligen Euro-Bereich, also ist die Miete des Zimmers, dir war eher wichtig, dass der Abschied, wo es oft gehapert hat, wo man nicht die Möglichkeit hat, sich so zu verabschieden, wie man es eigentlich gewünscht hätte, dass das perfekt abläuft, sage ich jetzt mal. Genau, das ist richtig. Also wir berechnen den Angehörigen nur das, was die normalerweise auch auf dem Friedhof für die Kühlung des Verstorbenen auch zahlen würden, weil mittlerweile auch der Großteil der Verstorbenen auch bei uns in unseren Kühlungen verbleibt, da die Friedhofsverwaltungen nicht mehr so viel Kühlungen anbieten können. Und deswegen sind die Verstorbenen ja sowieso schon bei uns. Und dann können wir auch das Zimmer auch dementsprechend anbieten, damit die individuelle Abschiednahme auch gewährleistet ist. Es geht ja auch darum, dass man genug Zeit hat, nämlich so viel Zeit, wie man selber möchte. Man kann mehrfach kommen, man kann Stunden hier bleiben, man kann sich mit den Angehörigen unterhalten. Also man hat hier absolute Ruhe hier in den Räumlichkeiten. Man hat, ich sag mal, ein eigenes Zimmer für die Zeit der Abschiednahme. Das ist richtig und das zeige ich euch jetzt mal.
Mit diesem Schlüssel wird dann einfach auch hier an die Tür gehalten. Dann geht die Tür auf und man kommt auch nur zu seinem Verstorbenen. Wir haben ja zwei Zimmer und der Raum ist dann nur für die eine Familie dann auch vorbereitet. Genau, das Ganze ist so kodiert, dass man draußen reinkommt. Da würden dann beide reinkommen, aber zu dem jeweiligen Zimmer hat natürlich nur derjenige des Verstorbenen, die Angehörigen, Zutritt. Genau, ist richtig. Und der Sarg steht ja dann auch hier. Man sieht ja auch, es ist ein bisschen eine angenehme Atmosphäre auch. Der Sarg kann natürlich auch geöffnet sein, damit man auch von dem Verstorbenen auch persönlich Abschied nehmen kann. Von früher her kennt man das auf den Friedhöfen, ist auch heute noch so, da sind immer eine Glasscheibe davor und das ist halt hier ganz weg, dass man kann also sich mit dem Verstorbenen auch noch hinsetzen, vielleicht auch ein Zwiegespräch führen, alles, was man im Leben nicht mehr sagen konnte oder auch wollte. Oder es brennt einem noch auf der Seele, dass man auch in dem Reinen mit sich selbst und auch mit dem Verstorbenen ist. Das Wahrnehmen, das Begreifen ist oft nicht nur für Kinder ein Thema, sondern durchaus auch für Erwachsene. Es ist jetzt der Tag gekommen, der uns alle irgendwann mal treffen wird. Und es ist jetzt soweit, der Mensch ist wirklich tot. Genau. Und das begreift man auch erst, wenn man den Menschen auch dann richtig in einem Sarg drin sieht. Das ist was ganz anderes, als wenn der zu Hause oder im Krankenhaus oder im Pflegeheim im Bett liegt. Und auch dann, man kann auch alleine hier sein, auch mit dem Verstorbenen. Es ist keiner da, wo einem Druck macht, dass man jetzt in 10 Minuten fertig sein muss. Nein, sie haben Zeit. Und es spielt auch keine Rolle, ob es eine Erdbestattung, also Körperbestattung ist oder eine Feuerbestattung. Es gibt ja immer einen Sarg. Es gibt immer einen Sarg und es ist immer eine hygienische Versorgung. Also jeder Verstorbene ist dafür vorbereitet, dass man auch eine Abschiednahme machen kann. Die Erfahrungen, die du jetzt im Laufe der Zeit gesammelt hast, haben ja quasi nach diesem Raum gefordert. Also es gab ja öfter mal, oder ich sag mal, du hast es wahrscheinlich auch mitbekommen, wenn Menschen dann auf dem Friedhof dort Abschied nehmen, das ist was anderes wie hier, oder? Das auf jeden Fall. Auf dem Friedhof zum Beispiel, da sind 3-4 Kühlzellen nebeneinander. Es werden verschiedenste Menschen auch dann vor der Kühlzelle davor stehen. Und das haben wir halt hier nicht. Das ist ganz alleine für die Familie. Nur zum Hinweis, der Sarg ist natürlich leer. Da ist jetzt kein Verstorbener drin. Falls jemand das sieht und sagt, das ist jetzt mal zum Zeigen. Wir wollen einfach mal zeigen, dass es die Möglichkeit gibt. Du bist ja in einem Verband, der sich mit den ganzen Verstattern trifft und auch einen Erfahrungsaustausch macht. Wie viele deiner Mitbestatter in Deutschland haben denn so einen Raum? Oder wo hast du das erste Mal sowas von sowas Kenntnis genommen oder war das deine Idee? Nein, es war ja natürlich nicht meine Idee. Es gibt natürlich auch andere Bestatter, die das schon haben, auch in Hamburg. In Saarbrücken hat das auch ein Bestatterkollege schon gehabt. Und wir haben ja auch die Räumlichkeiten hier neu gestaltet und wie das auch noch mehrere Kollegen hier in Saarbrücken mitbekommen hatte, ist natürlich die Nachahmung auch da, weil man natürlich dann wir einen Wettbewerbsvorteil hätten, aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja einfach nur sagen, für unsere Angehörigen, wo bei uns auch bestattet werden. Ich war dann ganz überrascht, weil ich auch gesagt habe, das Thema Bestattung ist ja je nachdem nicht unbedingt kostengünstig, sage ich mal, wenn man nicht darauf vorbereitet ist und das Geld auch nicht hat. Und war ganz überrascht, die Kosten, ich glaube, die liegen weit unter 100 Euro hier für die Nutzung des Raums. Das hast du mir irgendwann mal gesagt. Und ich sage mal, das ist, also nochmal kurz als Hinweis, dir war unglaublich wichtig, deswegen hast du mich auch gebeten, zeig das mal, in welchem Umfeld man hier Abschied nehmen kann. Das ist richtig. Also man kann auch einen Preis sagen, der Preis bewegt sich zwischen 40 und 60 Euro pro Tag. 40 Euro, wenn das Zimmer halt nur mal kurz benutzt wird und man hat nur einen halben Tag oder einen Tag den Raum zur Verfügung. Und 60 Euro pro Tag, wenn er halt mehrere Tage benutzt wird. Genau, und das, es ging mehr darum, also als in meinem Bekanntenkreis die Oma ist verstorben, ich war in Südfrankreich, hatte einen Unfall, konnte nicht Abschied nehmen, gar nicht. Es war meine Oma, wo ich groß geworden bin und war denn, als der Opa verstarb, Gleiches passiert, konnte auch nicht Abschied nehmen und die Chance hat man halt einmal und anders geht es halt nicht mehr. Und ich sage immer, als ich es gesehen habe, wir haben ja den Raum hier vor einigen Wochen nochmal gezeigt. Du hast mir gezeigt, hast gesagt, hier schau mal, was wir eingerichtet haben. Kann man sowas zeigen? Da habe ich direkt gesagt, wir müssen das zeigen.
um einfach mal zu zeigen, es gibt eben nicht nur den Friedhof. Das ist richtig. Und dass man es auch wirklich in einer angenehmen Atmosphäre gestalten kann und nicht so steril. Das ist mir auch ganz wichtig. Die Technik, wir hatten ja eben drüber gesprochen, wichtig war dir ja auch, dass derjenige, der Abschied nehmen möchte, jederzeit hier reinkommt. Das ist aber ganz einfach. Man hält einfach nur den Key dran, wenn du es mir nochmal zeigst. Also wenn Leute kommen und sagen, oh, komme ich denn da rein? Gar kein Problem, dranhalten, grün, ich kann runterdrücken. Das ist alles gewesen, richtig? Genau. Ich zeige es jetzt mal im anderen Zimmer, wo man dann auch eventuell nicht reinkommt. Dann ist das rot. Okay, krass. Das ist dann so. Das war es auch schon. Hinten ist eine Toilettenanlage da. Also wenn ich jetzt mehrere Stunden da bin, habe ich auch überhaupt kein Problem. Kann zur Toilette gehen. Das ist alles gewährleistet. Ja, ist alles da. Muss ja auch, wenn man länger hier ist und man muss auf die Toilette, dann muss das natürlich möglich sein, klar. Ja, aber nur so die Frage, wenn man das so einrichtet. Oft ist es ja so, man nimmt es in Anspruch. Ihr habt euch unglaublich viel Gedanken da gemacht. Ja, vielen Dank, Stefan, erstmal, dass wir mal einen Einblick sehen konnten jetzt hier. Wo sind wir ganz genau hier? Sagemünderstraße 85 bis 87 in St. Anual. Es gibt sehr viele Parkplätze hier. Also das war auch ganz wichtig, weil es kann ja durchaus passieren, dass man sich trifft zu einem bestimmten Zeitpunkt. Alles ist natürlich Parken kostenfrei. Man ist hier sehr diskret. Also ich sag mal, auch hier ist die Abschiednahme unter Ausschluss der Öffentlichkeit möglich. Genau, wir haben hier ja auch eine Einfahrt, da fährt man runter auf den Parkplatz. Es sind draußen 30 Parkplätze vorhanden, die auch kostenfrei sind. Das war auch ganz wichtig, denn auch das Thema Parkplatzsuche und dann passiert das und dann hat man eh genug um die Ohren. Und ja, als ich das gesehen habe, interessanterweise ist es auch dir gelungen, das alles zu integrieren. Das heißt, die Vorbereitung der Verstorbenen, die Versorgung, die ist auch hier direkt auch an einem Ort. Du hast hier auch die Möglichkeit geschaffen, alles so umzusetzen, wie du das wolltest. Genau, dass auch die kurzen Wege da sind, dass man auch von dem Kühlen des Verstorbenen in die Vorbereitung, also in die Versorgung des Verstorbenen und dann auch zur Abschiednahme. Stefan Kohl, vielen Dank erstmal. Und wir werden noch einen zweiten Film heute drehen, nämlich über das Thema Versorgung. Da werden wir aber nur einfach mal zeigen, im Hintergrund, was alles gemacht werden muss, damit, ich sag mal, die Menschen, die das irgendwann mal treffen wird, im Vorfeld auch sehen können, was passiert denn eigentlich? Kann ich zum Beispiel dabei sein bei der Versorgung? Das sind Fragen, die oft gestellt werden. Ganz klare Antwort, das geht. Und auch das werden wir in einem gesonderten Video mal zeigen und mal ganz offen über das Thema sprechen, was passiert eigentlich, nachdem jemand gestorben ist beim Bestatter. Genau, das werden wir dann jetzt anschließend noch machen. Danke, Stefan. Gerne.